Ramen, das Lieblingsgericht von Naruto Uzumaki und wahrscheinlich vielen anderen Japanern. Ich war ja schon oft in Japan und habe mich von der Ramenkunst überzeugen lassen können. Es ist nicht zu bestreiten, dass es hier die besten Ramen gibt und weil es so viele verschiedene Sorten gibt, muss man herausstechen. Und deswegen bin ich heute auf der Suche nach den verrücktesten, krassesten und viralsten Ramen-Restaurants. Sehr pervers. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich so, so sehr, weil ich habe auf meinem Kanal schon so viele Instant-Ramen getestet und jetzt ist es endlich soweit. Ich kann endlich mal richtige Ramen auf diesem Kanal präsentieren. Deswegen an alle Ramen-Fans, ihr könnt jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben, denn ihr werdet nicht enttäuscht. Und falls ihr diesen Kanal immer noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt auf jeden Fall tun. Es kommen nämlich verrückte Videos hier. Und jetzt würde ich sagen, let's go zum ersten Ramen-Spot. Wir sind hier gerade vor Due Italian und ihr könnt es euch denken, es ist italienische und japanische Fusion Kitchen. Und ja, italienische Pasta schmeckt gut und japanische Ramen auch. Aber wie ist es, wenn es gemixt wird? Ich bin richtig gespannt und die Karte sah auch schon sehr fancy aus. Und Fun Fact, dieser Laden ist übrigens auch im Michelin Guide, also trustworthy. Ganz typisch japanisch ist, dass man hier am Automaten bestellt. Also ihr müsst kein Japanisch können und ihr müsst mit niemandem reden. Okay, auf jeden Fall nehmen wir Fromage und Zitronenpasta oder Zitronenrahmen. So. Mit den Tickets geht's nach vorne an die Kasse. Okay, zuerst haben wir hier die Lemon Pasta. Es sieht auf jeden Fall sehr heftig aus. Also Zitrone kommt richtig krass durch. Also es ist so ähnlich wie diese Zitronen-TikTok-Pasta, die ich mal gemacht habe. Auch ganz, ganz leicht scharf. Viele Röstzwiebeln sind hier drin. Alter, die Brühe ist so wie wässriges Zitronenwasser. Aber ich bin jemand, der das sauer mag. Also wenn ihr keine Zitrone mögt, dann ist das auch nichts für euch. Schauen wir uns mal die Nudeln an. Sieht jetzt nicht so klassisch nach Ramen aus, sondern sieht ein bisschen aus wie Spaghetti. Seht ihr das? Ja. Oder es sieht sogar aus wie eine Kombi aus Ramen und Spaghetti. Also es schmeckt richtig, richtig frisch. Also ich kann mir das vorstellen, so im Sommer zu essen. Und mit jedem Biss wird es irgendwie frischer. Wir haben hier natürlich noch ein paar italienische Kräuter. Rucola, aber auch asiatische, halt ganz klassisch Lauchzwiebeln. So, dann kommen wir zum Bestseller. Zum Glück liegt der Serrano-Schinken an der Seite. Ich esse es erstmal so separat. Oh, der Käse ist richtig nice. Super cremig. Mich würde interessieren, was das für ein Käse ist. Irgendwie ist es so richtig super cremig wie Burrata. Aber schmeckt irgendwie wie ein paar Käsesorten gemischt. Ich bin mir unsicher, aber es ist so ultra lecker. Die Nudeln sind wieder gleich. So eine Mischung aus Spaghetti und Instant-Ramen. Also Instant-Ramen mit Käse kennen wir ja. Aber hier so super zubereitet und frisch ist schon ein ganz, ganz anderes Level. Und ich muss auch sagen, die Nudeln schmecken al dente. Also sind ein bisschen bissfester als normal und so habe ich das noch nie gegessen. Okay Leute, kennt ihr das, wenn ihr Ramen gegessen habt und zu viel Brühe übrig bleibt? Dafür gibt es eine Lösung. Arigato gozaimasu. Und zwar Reis gibt es extra dazu. Immer, nachdem man es aufgegessen hat, hier gibt es auch eine Anleitung. Einfach Reis in die Brühe schmeißen. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir hier in einer italienisch-japanischen Fusion-Küche sitzen. Und das soll an Risotto erinnern. Finde ich eigentlich richtig geniale Idee. Ja, wie gesagt, die Brühe schmeckt ja schon richtig, richtig krass. Deswegen schmeckt es immer noch lecker. Und ist auch nice, um im Abgang mal was anderes zu essen, eine andere Konsistenz zu spüren. Und das ist übrigens alles auch inklusive. Das ganze Gericht mit Reis kostet umgerechnet 9 Euro. Es geht eigentlich klar. Okay, das war auf jeden Fall richtig, richtig gut und ich kann es nur empfehlen, vor allem wenn man ein bisschen länger in Japan ist und so nach einer Weile keine Lust mehr hat auf die klassischen Ramen, dann ist es auf jeden Fall einen Besuch wert. So, beim nächsten Ort wird es sehr, sehr heiß und ich freue mich richtig, denn das ist mal ein TikTok gewesen, auf das ich vor Jahren reagiert habe und heute kann ich hin. Mein Lebensmotto. Es gibt sogar ein vegetarisches Menü bzw. eins ohne Schweinefleisch. Also das Menü ist nicht sonderlich groß, sieht aus, als hätten wir 3 oder 4 Sachen zur Auswahl.
was immer ein gutes Zeichen ist. Also was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass sie sehr gut Englisch sprechen können. Vielleicht sind sie auch daran gewohnt, dass viele Touristen kommen. Ich denke, ja. Und wir sind übrigens die Ersten hier, weil es macht 11 Uhr auf und wir waren 11 Uhr da, weil wir Angst hatten, dass wir vielleicht nicht reinkommen. Aber es klappt, wenn man früh kommt. Deutsche Tür zu des. Das heißt, I am from Berlin. Sieht jetzt erstmal noch nicht so heiß aus. Mehr heiß? Er möchte noch mehr heiß. Ah. Arigato gozaimasu. So, we got the three bowls here, okay? So, ich habe natürlich erstmal so ein Lätzchen bekommen, damit ich mich nicht verbrenne. Spaß, das ist aus Papier. Oh mein Gott, sie hängen extra Dirks Handy so auf, um das ganze Feuer zu filmen und unsere Reaktion. Was für ein Service. Und dann auch noch in Querformat, perfekt. So, wir mussten gerade alle unsere Sachen hier unten hinstellen, weil gleich kommt das Feuer. Und das ist dangerous. Please don't touch someone. Don't touch. Here's a magic, okay? Okay. Bitte nicht in Panik geraten und nicht schreien. Oh no, oh no. Sorry, please don't touch you. Are behind, okay? Okay? Okay, da ist noch ganz viel heißes Öl auf den Tisch gelandet. Aber die haben es so gut wie möglich weggewischt. No touch bowl. Immer noch. Oily, oily. Ah, okay. Okay, wir sollen die Schüssel anscheinend wirklich nicht anfassen. Die sind auch heiß. Okay, das war eine gute Show, aber schmeckt das auch? Oh mein Gott, der Geschmack kommt mir so bekannt vor, aber ich weiß nicht was. Es schmeckt nicht ganz so wie klassische Ramen aus Japan, sondern es schmeckt sogar eher so ein bisschen vietnamesisch. Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber hier ist auf jeden Fall eine Menge Knoblauch drin und ganz, ganz viele Lauchzwiebeln. Es schmeckt aber sehr gut. Ich weiß jetzt, wie es schmeckt. Es schmeckt wie frittierter Eierreis, aber in Ramenform. Oder? Schmeckt es auch so wie Fried Rice für dich, aber in Ramenform? Nee? Die anderen sagen, dass ich mir das einbilde oder es liegt nur an meinem Veggie-Rahmen. Ich schwöre euch, das schmeckt nach Fried Rice in Rahmenform. Also es ist nicht nur eine gute Show, es schmeckt mir auch. Weil im Internet steht, das ist nur eine gute Show. Ich habe hier noch Vegetarian Gyoza. Die schmecken auch richtig gut, aber ist jetzt nichts Weltbewegendes. Dann was ganz Besonderes, wir haben hier Veggie-Karage. Habe ich so in Japan noch nie gefunden, gegessen. Das ist Soy Meat, also Fleisch auf Sojabasis. Ein neues Ding, neues Ding. Open your mouth, big mouth. Open your mouth. Open your mouth. Look up. Okay. Okay. Was für ein Service. Und nochmal zurück zum Karage. Schmeckt auch richtig nice. Also ich bin sehr begeistert, dass hier so die krasse Auswahl für Vegetarier ist. Er hat jetzt noch sein eigenes Tour-Guidebook für Kyoto gemacht. Mit seinen eigenen Fotos. Mit seiner ganzen Familie zusammen gemacht. Süß. Eins wollte ich noch sagen. Also die Ramen haben so insgesamt noch so eine ganz rauchige Note. Natürlich wegen dem Feuer. Aber es macht es irgendwie voll nice. Und ich habe noch mal mein zweites Stück Karage gegessen. Möchte noch was dazu sagen, das finde ich ein bisschen zu salzig. Kann ja nicht nur positiv reden. No, no, no. Nicht vergessen, habe Nürnberg. Yes. Perfekt. Arigato. So, wir haben jetzt auch noch ein Button geschenkt bekommen. Das gab es im Set dazu. Das Set hat übrigens so umgerechnet 14 Euro gekostet. Fand ich richtig nice dafür, dass es so viele nährhafte Beilagen dazu gab. Also ich fand es eine coole Show und es hat auch geschmeckt. Also das Internet sagt zwar nur, dass es eine gute Show ist, aber ich kann es euch empfehlen. Wir sind heute in Kyoto bei Vegan Ramen Uso und ich habe tatsächlich ein richtig cooles Reel dazu gesehen. Es gibt natürlich vegane Ramen, aber es gibt noch ein Special. Und zwar gibt es noch ganz viele verrückte Lichtspiele, weil das ist in Kooperation mit Teamlabs. Und Teamlabs ist eigentlich richtig, richtig cool. Ich war schon in 2016 das erste Mal bei ihrer Ausstellung und die haben immer richtig fancy, krasse Sachen. Und deswegen bin ich gespannt auf die Experience.
Wir sind tatsächlich eine halbe Stunde zu früh da, weil es macht erst 11.30 Uhr auf. Wir haben nämlich nicht reserviert. So Kinder unter 6 Jahren dürfen hier nicht rein. Deswegen ist Dirk auch zu Hause mit unserem Kind. Okay, wir haben es reingeschafft ohne Reservierung. Es sieht so aus, als würden wir gar nicht so privat essen, sondern alle gemeinsam an einem großen Tisch. Unangenehm. Minimum ein Essen und ein Getränk muss man bestellen pro Person. Also kann es hier nicht zum Schnorren kommen. Uzu aims to be a new experiential space that combines food and art. Also maximal 90 Minuten dürfen wir hier sein. Es gibt 5 verschiedene Arten von Ramen. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall mal Green Tea probieren. Ich habe noch nie grüne Ramen gesehen. Und dann überlege ich, ob ich Spicy Miso hole. So, bis jetzt ist es alles ganz still. Hier sitzen 4 weitere Gäste. Und ich weiß nicht, wann wir bedient werden, aber wir haben schon ausgesucht, was wir essen werden. Es fühlt sich alles ein bisschen awkward. Aber zum Glück ist der Tisch sehr breit. Ich habe hier Roasted Green Tea, hot, mit Zitronennote. Es hieß irgendwie Lemon Green Tea. Schmeckt wie heißer Tee. Wir haben hier aber auch noch mal den in kalt bestellt. Und das kann man ganz gut sehen, der setzt sich hier ab. Und deswegen sollen wir den noch mal schütteln. Hier sieht alles so elegant aus. Wir haben echt Glück, dass wir früh gekommen sind, weil die meisten Leute haben reserviert. Und die Leute, die nicht reserviert haben, stehen halt noch draußen. Also genau die Leute hinter uns. Und die warten echt schon eine ganze Weile. Dabei sind hier tatsächlich noch richtig viele Plätze über, so 8 Plätze. Aber die nehmen sich für jeden Gast sehr, sehr viel Zeit. Und deswegen lassen sie nur langsam rein. Finde ich eigentlich richtig nice, weil wir früh gekommen sind. Weil diese digitale Kunst ist auch nicht extrem so in your face. Aber trotzdem ist sie so unendlich wegen den Spiegeln. Alles ist so sehr angenehm. Das ist so eine ganze Erfahrung. Das heißt ja auch so The Ramen Experience und nicht leckere Ramen. Arigato gozaimasu. Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr artsy aus. Einfach eine dicke Zwiebel on top. So, schauen wir mal, ob diese Experience denn auch lecker ist. Es sind auf jeden Fall sehr dicke Ramen. Wahrscheinlich die dicksten Ramen, die wir in diesem Video essen werden. Auf jeden Fall spicy. Mir kommen gleich die Tränen, weil es auch so heiß ist. Ah, spicy Miso, richtig lecker. Wow, schmeckt so intensiv. Ist einfach richtig krass, dass es vegan ist. Die Konsistenz von den Nudeln auch richtig angenehm. Ist schon sehr, sehr lecker, aber richtig geschmacksintensiv. Also schon extrem. So, jetzt probieren wir die Matcha-Ramen. Und ich habe noch nie Matcha-Ramen gegessen, wie gesagt. Wieder eine dicke Zwiebel drauf. Erinnert mich ein bisschen an Pho. Bei Pho brät man ja auch vorher so eine Zwiebel an für das Röstaroma. Jetzt bin ich gespannt, wie Matcha-Nudeln schmecken. Also hauptsächlich ist die Brühe grün. Die Nudeln sind, glaube ich, genau die gleichen, die ich auch hatte. Es ist so, als ob hier halt wirklich so Matcha-Tee drin ist. Aber es schmeckt nicht so stark. Und wenn man sich drauf konzentriert, kann man den Matcha richtig gut rausschmecken. Also sonst würde ich sagen, ist nicht so extrem penetrant. Ist auf jeden Fall sehr dirty, das zu essen. Alles ist so grün. Echt eine verrückte Kombination. Persönlich schmeckt mir Spicy Miso besser. So, ich bin jetzt vollkommen im Zen. Richtig entspannt. Das war das entspannteste Essen, was ich jemals gemacht habe. So, also von Instagram her dachte ich, dass diese digitale Installation so richtig groß und krass wäre und überall ist was. Aber es ist tatsächlich nur ein einziger Bildschirm und die Spiegel machen dann die ganze Arbeit. Auf jeden Fall war das eine nice Erfahrung und gekostet hat es so ungefähr 11 Euro, etwas mehr als 11 Euro. Richtig gut. Ich meine, günstiger geht's nicht für diese krasse Erfahrung. Und dafür, dass es vegan war, hat man es überhaupt nicht herausgeschmeckt. Generell in Tokio zum Beispiel gibt es schon einige so vegane Ramenketten. Und wenn ihr reingeht, kann ich es euch einfach nur empfehlen, weil man schmeckt von der Brühe her einfach gar keinen Unterschied. Da ist halt einfach kein Schweinefleisch drauf, aber es schmeckt super gut. Also falls ihr da hingehen möchtet in Kyoto, dann habe ich nur den Tipp, dass ihr ein bisschen früher kommt. Also am besten so wie wir 10 Minuten. Wenn ihr eine Minute danach kommt, müsst ihr vielleicht eine halbe Stunde warten. Und das ist nicht nice. Okay, als letztes habe ich mir natürlich das Verrückteste ausgesucht. Und zwar gibt es hier Ramen mit einem großen Stück Sahnekuchen obendrauf. Es heißt Strawberry Shortcake.
Ich kann es mir nicht vorstellen, so absolut gar nicht. Vielleicht wird es cremiger, wenn man es so richtig vermischt. Aber wie soll man bitte Kuchen vermischen? Wie so oft bestellen wir natürlich am Automaten. Ich glaube, bis jetzt das günstigste Ramen in diesem Video. So, wir sind reingegangen und sie haben direkt ganz laut geschrien, Keiki, jemand ist so verrückt und bestellt Keiki. Also ich habe dieses Restaurant tatsächlich auf TikTok entdeckt, wer hätte es gedacht. Und da habe ich aber gesehen, dass sie auch so Ramen mit Eiscreme hatten. Da konnte ich es mir vorstellen, dass es dann so eine cremige Brühe wird. Und manchmal hatten die auch, glaube ich, mit einer Tafel Schokolade. Da bin ich froh, dass es heute nicht auf der Karte ist. Und heute gibt es halt Shortcake. Also das ist mindestens genauso verrückt auf jeden Fall. Ich probiere erstmal die Brühe. Spicy, aber es hält sich in Grenzen. Der Geschmack kommt mir gut bekannt vor. Also als erstes werde ich natürlich ein Happen mit einem ganzen Stück Kuchen machen. Es schmeckt irgendwie vollkommen krank. Genauso wie Frankenstein, weil am Ende übertüncht der Kuchengeschmack einfach alles. Und am Ende habe ich aber einen scharfen Geschmack auf der Zunge. Einfach nur ganz, ganz ungewohnt für das Gehirn. Ich weiß nicht, ich habe jetzt voll das Bedürfnis, es so getrennt zu essen. Einfach die Torte zuerst aufzuessen und dann die Ramen, weil es macht für mich keinen Sinn. Und seht man hier, der untere Teig, der Biskuitteig ist auch schon voll gesaugt mit der Brühe. So weird. Ich sag mal so, es vermischt sich nicht gut. Ich schmecke das immer so getrennt. Deswegen versuche ich es mal jetzt richtig gut unterzurühren. Oh, es wird so sahnig. Sieht jetzt nicht so appetitlich aus, ne? Aber vielleicht, wenn ich es durchgerührt habe, ist der Kuchen nicht mehr so penetrant, weil es ist ja mehr Ramen als Kuchen. So, jetzt sieht es schon aus wie fast normale Ramen. Probieren wir einfach drauf los. Jetzt ist es wesentlich besser. Und jetzt kommt so ab und zu so ein ganz kleiner Hint, dass es süßlich ist. Und man kennt es ja, manche Gerichte schmecken mit ein bisschen karamellisierten Gedöns halt auch leckerer. Und so ist das dann. Also ich kann euch nur empfehlen, gut durchzumischen. Jetzt schmeckt man das kaum mehr durch. Jetzt ist es richtig angenehm. Ich kann mir vorstellen, das aufzuessen. Yay! Zum Glück. Jetzt machen wir noch den Test mit der Erdbeere. Sehr pervers. Ist auf jeden Fall interessant. Und für mich persönlich denke ich, eine einmalige Erfahrung. Es sei denn, sie bringen noch irgendwann das mit dem Eis raus. Das würde ich noch probieren, aber Torte muss nicht sein. So, das war der erste Restaurantbesuch, wo ich mir gedacht habe, ich brauche kein Dessert mehr. Dessert habe ich ja schon gegessen. Es hat sich auch echt verboten angefühlt, das zu essen. Einfach Süßigkeiten mit einer herzhaften Speise zu vermischen. Mama hätte gesagt, nein. Und es fühlt sich an, als würde ich gleich Bauchschmerzen bekommen. Aber ich denke, das ist nur so Placebo. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir haben heute echt viele verrückte Sachen getestet. Eins verrückter als das andere. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, welches der Ramen, die wir heute getestet haben, ihr gerne testen möchtet. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir haben nämlich fast 500.000. Dann kann ich immer sagen, ich habe eine halbe Million. Vergesst nicht, mir auch auf TikTok und Instagram zu folgen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!